Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir die ganzen GT-DLCs erledigt und nach meiner Erfahrung gibt es keine Story-Quest für das dritte DLC, also Revival of F, sondern nur hier Offline-Parallel-Quests. Und ja, davon werde ich wahrscheinlich auch nicht alle machen. Ich werde jetzt einfach noch hier entweder den hier und die ganzen Revival of F Sachen zeigen, deswegen ja, ich würde sagen, das reicht dann auch. Aber ich habe keinen Bock noch mal gegen Baby zu kämpfen hier und da, und ja, ist einfach nur nervig. Deswegen machen wir hier als erstes mal Mira und Tower. Jetzt aber los, viel Glück. Dann kann ich mir jetzt auch die ganz anderen Charaktere zeigen. Ich habe natürlich die Kleidung wieder gewechselt im Revival of F Style. Dann gucken wir uns mal die ganzen neuen Charaktere an. Wir haben dann zum Beispiel Mira und Tower, Son Goku im GT-Klamotten, Trunks und Pan, alle aus GT. Super Saiyan 4, Son Goku. Vegeta kann man nur per Pre-Order bekommen, was ich richtig doof finde, weil irgendwann muss er ja mal als DLC oder so auftauchen, hallo. Gogeta, Super Saiyan 4, Super 17, haben wir schon gesehen, alle, ne? Eis Shenlong und Super, ne, hier, Nova Shenlong und Eis Shenlong noch. Natürlich die ganzen Super Saiyajin, Gott Super Saiyajins, Gold Freezer und Jaco. Die Frage ist nur, wen nehmen wir jetzt in den Kampf mit? Ich würde sagen, die beiden. Ich finde irgendwie blöd, dass Super Saiyajin 4 Vegeta nicht irgendwann als DLC auftaucht. Ich meine, ich tue mir ja die ganzen Tales of Spiele und so immer pre-ordern und auch manchmal DLC-Codes drin, die man nur per Pre-Order erstmal bekommen kann. Aber irgendwann werden die auch als DLC angeboten. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Mein Gott, haben die eine Aura. Die Siege Mira und Tower. Ja. Nur einer bis jetzt. Alter. 85 ist klar. Langsam geben wir die hohen Level auf Nerven. Aha. Da verstehe ich nicht. Warum wurden die denn jetzt so hochgehypt am Ende? Als wären die noch nicht zu Ende. Als wäre es noch nicht zu Ende mit denen. Alter. Das ist ein Gegner, den ich nicht frontal angreifen kann. Ja, ich kann hier nicht normal angreifen, ist geil. Mach mal den hier. Ist sicher eigentlich schaffen, der ist auf dem gleichen Level wie ich. Ah, naja. Mann, ey. Nicht auf mich, bitte. Vielleicht wird halt irgendwie für ein Sequel oder so aufgefahren. Oder vielleicht kommt ja irgendwann ein Film von den beiden und dem Migra. Vielleicht sind die deswegen, hat man die deswegen abhauen gesehen, die irgendwann nochmal auftauchen. Jetzt kommt zum ersten Mal Tower. Zum ersten Mal hat wir gegen die kämpfen, ne? Bin mal gespannt, was die drauf hat. Hab die Charaktere noch nicht gespielt, natürlich. So, ich habe die Fähigkeit erhalten, gut. Noch eine Fähigkeit erhalten, okay. So muss das. Ja, dich kann ich angreifen ohne hat. Oh, ich habe nur noch 3 Minuten, sehe ich gerade. Haben wir nur so wenig. So, ich brauche noch ein Thumbnail hier. Wenn jemand hier ein Thumbnail nehmen soll. Was macht ihr fertig? Ihr seid Götter. Super Saiyajin, Götter, Super Saiyajin. Ja, so heißt die offizielle Verwandlung. Ja,
Irgendwie macht die gar nichts und greift fast gar nicht an, habe ich das Gefühl. Ja, wie gesagt, ich habe keinen Bock jetzt noch mal die ganzen Meister aufzusuchen und dann noch mal die zu zeigen und so und das alles reinzuschneiden in einem Part. Vielleicht durch den Part ja auch noch hochladen, bevor ich, obwohl, weiß ich nicht. Eigentlich nicht, ne? Kann der letzte Part hier sein. Wo ich fand, der letzte Part war so irgendwie Final Battle mäßig. Gegen alle drei Hauptbösewichte. Und das war's. Weißt du doch. Gallic-Strahlkanone, Unendlichkeit-Explosion. Okay. Warum kriegen wir denn von dir Gallic-Strahl? Von Mira. Egal. Machen wir weiter. Schaffen wir ja noch eine ganze Ecke Parallel-Quests. Ja, haben wir den geschafft. Dann weiter. Revival of F natürlich. Wir machen, weiß ich nicht, entweder hier oder da. Das ist ja mehr so dem Film mäßig, ne? Da kommt ja mehr so dem Film nach, deswegen machen wir das. Freezers Armee ja, die Erde angriff. Freezer wiederbelebt wurde. Mein Gott, wie geht das Spruch hier immer? Ja, Miseteru. Butosteru. Irgendwie, ich vernichte euch, ich zerstöre euch oder so, oder ich bringe euch um, was weiß ich. Ich bin aus Tales of the Abyss. Ich bringe euch Bastard um. Na, wie viel Zeit haben wir jetzt wieder? 15. Ah, komm, ehrlich. Ich meine, nehmen mal die Minions hier. Mal gucken. Ich habe jetzt wieder nicht dieser HP abzuziehen, ne? Kommt ihr ein Spieler? Was? Okay. Aber finde ich ja gut, meine Kleidung bringt jetzt auf einmal wieder mehr. Ich habe das Gefühl, die kommen immer wieder, ne? Also ich muss so viele erledigen, dass irgendwann keine mehr kommen. Aber hat ich an meine Kleidung gelegen, dass ich so wenig abgezogen habe letztes Mal. Oh, du hast das nicht gemacht jetzt. Boah. Wollt ihr mit euren Seitenschützen, ne? Was ist das? Was? Boah. Jetzt auch nicht, ob hier irgendjemand doppelt kommt. Aber knapp. Ja, bis jetzt ist hier noch keiner doppelt gekommen. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr beiden macht Freezer platt. Jetzt kommen keine neuen mehr. Jetzt kommt wahrscheinlich der ultimative Finisher am Ende. Freezer macht irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Frustert. Oh. Ja.
Ausgezeichnet. Ja, ich guck zu. Vor allem Freezer hat nur ein paar Monate trainiert und ist schon auf dem Level von Son Goku und Vegeta, die ihr Leben lang trainieren. Also ja, Freezer müsste eigentlich der stärkste Charakter in ganz Dragon Ball Z sein dann. Mein Hallo. Seine letzte Form hat es mit Son Goku aufgenommen noch. Vegeta in der normalen Form. Aua. Dieser müsste theoretisch der stärkste Charakter von allen sein. Er hat nur 4 Monate oder so trainiert, war glaube ich. Ah, irgendwie teleportiert er sich die ganze Zeit, kann das sein? Oh, was zum Teufel? Wie treffe ich ihn nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Ei, ei, ei. Na, echt? Was zum Teufel? Teleportiert sich hin und her die ganze Zeit. Oh, die Kämpfe dauern unnötig lang, habe ich das Gefühl. Ja. Ist das eine Todstrahlsalbe? Hier kommt Risiko jetzt hier ein. Also, wo ich mein Geld anfangen soll. Ich kann jetzt die ganzen DLC-Klamotten kaufen. Aber die kosten so alle im 100er Bereich irgendwas. 700.000. Boah. Irgendwie so 700.000, 800.000 kostet irgendwie so ein Teil. So Lunchs Perücke oder Pans Kleidung oder irgendwie sowas. Das war schwachsinnig. Was ist das? Wer hat den jetzt? Du tust daneben schießen. Ja, komm her. Fähigkeit halten. Und weg. Aha. Hier habe ich so viel bekommen. Hier geht direkt die Fähigkeiten immer. Sehr gut. Gut, ne? Dann haben wir mal Freezer gezeigt. Ist noch irgendeine Freezer-Musition? Den letzten Kampf würde ich mir so aufsparen für, weiß ich nicht, Son Goku und Vegeta. So. Ja. Euer Platz, besiege Bills. Ein bisschen einen Haufen getreten. Machen wir das hier noch und danach noch ewiger Rivale. So, ich muss Bills besiegen, aber wen soll ich denn hier mitnehmen? Wer ist mit euch? Jeder. Warum nicht? Warum denn nicht? Haben wir die auch mal an unserer Seite? Feuerplatz, besiege Bills. Was? Was macht der denn?
Oh, fuck, mich passen die voll zusammen. Ja, die kommen doch bestimmt auch irgendwie in Dragon Ball Super irgendwann vor. Ich meine, das ist irgendwie kein Zufall. Die haben die gleiche Haarfarbe, die gleiche Hautfarbe, fast die gleiche Kleidungsfarbe. Ja, jetzt alle zwei Balken, ey. Ich will bei Bills und Wiss trainieren. Ich kämpfe gar nicht mit. Hab ich das Gefühl. Doch, kämpft er. Also so wie in jedem Kampf eigentlich. Die NPCs, ja, stehen oder. Christoph. Obwohl irgendwann Dragon Ball Xenoverse 2 rauskommt. Ich hoffe, dann kann man auch DLCs da übernehmen von dem Spiel. Weil Namco Bandai kriegt das oft hin. Da wäre ja ein bisschen doof. Wenn man hier die ganzen DLCs gekauft hat und dann nicht mehr benutzen kann. Wenn irgendwann ein zweiter Teil auftauchen würde, dann übernehmen wird. Obwohl, da kommt ja wahrscheinlich nur für PS4 und Xbox One raus, ne? Aber ist ja egal, ist ja miteinander verbunden, glaube ich, die Konten. Kann die DLC... Warte, oder? Kann ich die DLCs auch theoretisch jetzt für die PS4-Version benutzen, wenn ich die hätte? Ich habe ja jetzt eine PS4 seit einer Woche. Deswegen wundere ich mich. Weil ich auch Tales of Hysteria, das gibt es ja auch für die PS3 und 4. Ich habe die PS3-Version und ich hatte so ein Dings hier für die PS4, so ein Hintergrunddesign für das Menü. Das hat dann auch für die PS4, komischerweise. Also, wisst ihr, wo ich die PS3 bestellt habe. Boah, ich will's down. Was ist mit deiner Ultimate-Form passiert, hallo? Der Kampf hat schon ewig gedauert. Okay. Ich wollte es nur mal anmerken. Es hat Spaß, sich im Kreis drehen. Ist oft schon passiert. Okay, da warten noch andere Gegner. Ich glaube, ich möchte erstmal jemand anderen erledigen. Statt euch beiden. Da sind noch mehr aufgetaucht, glaube ich. Mann, mehr angezeigt, meine ich. Die beiden möchte ich mir zum Schluss aufbewahren. Mein Gott, versteckt, glaube ich. Im offenen Feld warten Son Goku und Vegeta. Oh, okay. Ich dachte. Okay. Boah. Ah. Ich glaube, da war nicht weit genug von der Dings entfernt. Von dem Mikrofon. Autsch. Autsch. Wenn ich mal aufladen soll. Also Götter, gegen die wir ja kämpfen, hallo? Ja. Für mehr Schaden. Ja, ich glaube, er kriegt mehr Schaden. Dann kommst du erst mal ran. Wie stark sind die beiden jetzt, ehrlich gesagt, in dieser Form im Vergleich zu Bills? Wir müssen ja eigentlich jetzt auf dem gleichen Level sein wie der, ne? Son Goku als Super Saiyan Gott hat 70% sozusagen von Bills entsprochen. Ich glaube nicht, dass die nur 30% stärker sind jetzt als Super Saiyan Gott.
Ich meine, Super Saiyajin ist ja irgendwie schon 10-mal stärker als seine normale Form. So jedenfalls die Theorie. So wurde es irgendwie offiziell mal erklärt, glaube ich. Aber wer weiß das schon. Vielleicht muss ich das alles in 5 Minuten so schaffen, ne? Ja, mal gucken. Au. Gibt's eigentlich den Mikra als spielbaren Charakter? Nee, ne? Also auch schon wieder was nicht so Sinn macht, ne? Da habe ich den Mikra, ich weiß es gar nicht. Bist du doch eigentlich, oder? Das ist genau wie damals. Also wenn der nicht da als spielbarer Charakter ist, dann ist er genauso wie damals bei Naruto Storm. Weil irgendwie so 4 wollen die wiederbelebten Hades hier erkämpfen konnte im Spiel, aber irgendwie nicht spielen konnte. Obwohl die alles irgendwie so Sets hatten und so. Offizielle Charakter waren, ja, oder weniger. Nur halt als Gegner. Und wurden seit dem nächsten Teil reingeballert. Wir schon. Als grüner Abschluss, hoffentlich. Ein perfektes Kamehameha. Da war es noch nicht, was? War schon überall. War schon überall. Ach ne, Bills kommt ja noch, ne? Er kommt jetzt wahrscheinlich im Himmel. Also. Okay. Achso, noch einen größeren Balken? War ja schon immer so gelb? Oh. Achso, 3 Balken. Das sieht irgendwie so aus. Ich glaube, diesen gelben Balken hat man vorher nicht. Ja, werde ich ja gleich sehen. Oh nee. Und er geht auf die beiden los. Alter, jetzt spam den Kack nicht. Aber jetzt habe ich ein Problem. Alter, ich habe dich doch abgebrochen. Das ist echt 2 Balken, 3 Balken. Perfekt. Ist das Ding mich erreicht? Dauert es nicht mehr lange. Nein, nein, nein. Mira. Oh Gott. Komm her. Das war sowas von knapp. Okay. Der setzt ihn schon wieder an. War ernsthaft. Nur ich darf hier spammen. Tower belebt ihn wieder. Der wird dadurch nicht mehr aufgehalten. Früher konnte ich ihn immer damit aufholen. Na, komm her. Hab ich von da? Ich glaube ja, ja. Mach keinen Scheiß mit dem Ding, ne? So, ich tue jetzt auch meine Ultimate Spam. Was hältst du davon?
wo die nicht so viel abzieht aus irgendeinem Grund. Ha, daneben. Schaffe ich ja noch, ey, leck mich doch. Lange noch nicht irgendwie drei Gegner auf einmal bist, schaffe ich den. Glaub's mal, ja. Oh. Oh Gott. Also, von Gohans Trainingsanzug. Okay. Dieser grüne aus Revival of F oder was? Okay. Dann machen wir uns auf zur letzten Parallelquest. Höchstwahrscheinlich in diesem ganzen Projekt hier. Und können dann das Projekt rein gewissen beenden. Und zwar machen wir ewiger Rivale. Besiege Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin Son Goku und Vegeta. Vielleicht bist du auch einfach nur blöd. Okay. Mit wem tue ich denn dann an meiner Seite kämpfen? Tue ich nur mit den Stärksten. Nee, die Mikra haben wir gar nicht. Nehmen dann natürlich Vegeto. Ich denke mal den falschen Knopf. Und wir nehmen Gogeta. Das ist jetzt echt ein Kampf der Götter. Und mir. Ich bin leider kein Gott. Ich kann mir eine Gottperücke aufsetzen. Aber sonst... Ich hoffe, ich habe noch genug Gegenstände. Jetzt müssen wir gleich gegen zwei Gegner kämpfen. Da wird natürlich sehr... Oh Gott. Alter, Son Goku, ehrlich. Das ist... Das ist Vegeta während seiner Zeit auf der Erde. Als Feind. What the heck? Warum denn Scout habe ich? Boah. Und ich wusste, mir sind die Dinge ausgegangen. Boah, Alter, echt. Wahrscheinlich müssen wir gegen alle Versionen von Son Goku und Vegeta kämpfen, ne? So, ihr kümmert euch um Son Goku. Was ist das? Okay, wir hat auf Nerven, wenn die mir nicht von der Pelle rücken. Das ist der letzte Kampf hier im Spiel. Mehr oder weniger. Schlag einfach dann durch, während er seinen Galico einsetzt. Oh, Kaioken. Was? Wo bist du denn her? Da haben die gerade Son Goku erledigt. Ich dachte, das wäre so als Antwort darauf, dass ich Vegeta erledigt hätte hier. Was ist das? This is gonna be the ultimate battle. Ich hau aber auch nicht von mir ab, ne? Oh, die schaffen es sogar, den zu erledigen. Ich krieg die Krise. Gut, ich brauche ein bisschen Hilfe, langsam. Vielleicht jetzt... Oh, Son Goku ist aufgetaucht. Ich sehe da ein zweites... rotes Zeichen. Setz doch ein! Ja, jetzt habe ich abgebrochen, ne? Ja.
sollte das vielleicht ausnutzen, dass ich noch wiederbelebt werden kann. Welcher stärker, ne? Verdammter Dreck. Vegeta und Gogeta werden es aber schaffen, mich beim ersten Mal wieder zu beleben, ne? Komm mal her. Alter, zieht das jetzt viel ab. Oder bin ich mir nur ein? Ist irgendwie cool, dass man in alle Versionen von denen kämpft. Wollte ich jetzt echt mehr ab? Komm her. War das schon wieder direkt der nächste Vegeta aufgetaucht? So, ihr werdet mich ja wohl wiederbeleben können, ihr beiden, ne? Ich verlasse mich einmal auf euch. Oh Gott. Oh, ich habe keinen Key. Oh, dreifacher Super Saiyan. So, jetzt hilft mir mal einer. Oh, sehr gut. Guck dich mal an, wie viel er hat an Ki. So, jetzt müsste ja stärker sein, ne? Weil ich ja ein Saiyajin bin. Wenn stärker, nachdem sie wieder belebt werden, glaube ich. Ja, dann heilen wir uns mal hoch. Hi, na? Was geht? Ja, ich glaube, ich bin sehr viel stärker jetzt. Hätte ich viel mehr ausnutzen müssen. Ich habe noch diese Dingens hier. Diese Sätze, wo man sich wiederbelebt. Hier hätte ich vielleicht mal einsetzen sollen. Ja, ist gut. Ist jetzt nicht wieder alle auf mich. Das hätte mein Leben viel einfacher machen können. Oh Gott. Oh, geh weg, Son Goku. Jetzt gleich noch Gogeta und Vegeta und so alle kommen, ne? Dann krieg ich Probleme. Und meine Synapsen. Was ist das? Ich zieh auf jeden Fall viel mehr ab. Oh, ich habe keine Key mehr. Oh, echt? Ich auch. Kann ich auch. Was bist du eigentlich? Gott? Voll Gott? Wie geht der jetzt nicht? Jetzt kommen die vier von Super Saiyans auch noch. Ja, ich habe noch zwei Heilsachen. Das ist ein harter Kampf hier. Ja, ja, ja. Boah, jetzt hat er wieder in seiner Ausweichfähigkeit hat hier alles geblockt. Nein, nicht beide weghauen. Boah, ich treffe gar keinen super. Komm schon, da will ich ja noch schaffen. Ihr Idioten, was macht ihr? Oh Gott. Nein. Ach, verdammt, Dreck. Nein. Son Goku, weg mit dich. Wie? Ich will jetzt noch viel mächtiger. Kannst du es wagen? Kitzelt der ja auch? Boah! Vegeto. Ja, okay. Was mich an Vegeto belebt ihn wieder. Ich treffe Son Goku einfach nicht. Nix da.
Okay, du rennst ja die ganze Zeit in meinen Angriff, also komm her. Alter! So, ich werde die dauernd wiederbelebt. Jetzt habe ich mal Son Goku. Ja, beleb du mal Gogeta wieder. Ich kümmere mich um die. Sehr gut. Oh, sehr gut. Alter, wird hier ein richtig harter Kampf, habe ich das Gefühl. Da, was ist das denn für ein Schauspiel? Er setzt seinen Ausweich angefallen, Vegeta setzt seinen Ausweich angefallen, dann setzt er wieder seinen ein. Wo bleibst du hier? Alter! Komm jetzt die Super Saiyajin Götter. Jetzt kommen sie. Ja, wahrscheinlich alle drei Balken, ne? Und klassischer Son Goku. Kommt direkt mit seiner Ultimate. Oh Gott, das schaffe ich nie im Leben. What? Boah, kommt ihr mal her. Sonst kommt ihr. Oh, ich habe so was verloren. Der habe ich nie im Leben. Soll sie wiederbeleben? Hallo? Nee, der habe ich nie im Leben. Aber was soll's? Ja. Boah, lass mich mal ihn wiederbeleben. Schaffe ich nicht. Wollte ich mal zu ihm wieder zu beleben. Ne. Wie soll man denn das schaffen? Welche Level sind denn die? 97, ja. Wie soll ich denn das Level bitte schon schaffen? Ich habe keinen Bock jetzt noch bis zu Level 99 zu trainieren. Kann es nur versuchen. Und ich bin tot. Nee, das schaffe ich nicht. Oh, du Pisser. Ja, lass dir Zeit, Vegeto ist gut. Ja, nur nicht am Verlieren und werden vollkommen zerstört. Ja, jetzt habe ich verloren. Ich lebe noch. Was ich hier eigentlich mache, das geht da durch, ist klar. Der Grab hat mich hier schon beinahe getötet. Ich werde niemals verlieren. Oh. Ah, na gut, okay. Was soll's? War trotzdem ein geiler Kampf am Ende. Und ja. Ich habe einfach keine Lust mehr, bis zu Level 97 zu trainieren. Das dauert einfach viel zu lange. Und ja. Dann würde ich sagen, wir haben eigentlich fast alles in dem Spiel gecovert. Ich tue jetzt natürlich jetzt nicht den ganzen Meister hier noch machen. Ich weiß auch nicht, wer der Meister da
zweite von links ist. Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte. Nee. Und ja, wir hatten einen guten letzten Kampf und ich finde, das reicht für den letzten Part in diesem Projekt. Dann würde ich sagen, alle, die das Projekt geguckt haben, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Projekten oder irgendein anderen Projekt. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Projekt.